Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von der Kamera Sneak Zockt. So, und ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich eine Woche oder so keine Videos mehr hochgeladen habe. So wie eigentlich fast immer. Aber diesmal hatte es sogar einen Grund, warum ich keine Videos hochgeladen habe. Denn mir ging es nicht so gut, oder eher gesagt, ich war krank die letzten 2 Wochen. So habe ich vorletzte Woche mal nicht Videos hochgeladen, aber da ging es mir schon scheiße und da habe ich schon ein bisschen vorproduziert. Das hätte ich eigentlich weitermachen können, da hätte ich für nächste Woche auch was gehabt. Für letzte Woche. Aber ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell krank werde, dass es mir dann so scheiße geht. Naja, aber ist alles wieder vorbei. Und ich werde jetzt auch versuchen, jeden Tag ein Video zu bringen, auch wenn ich das höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber ich gebe mir Mühe, so ist es ja nicht. Weil nächste Woche fängt man wieder Schule an. Kommt darauf an, wann dieses Video hochkommt. Wenn nicht, dann ist es bei euch schon Schule. Keine Ahnung. Oh ja, Hochrotke entdeckt. Perfekt. Oh ja, im letzten Part haben wir hier diesen Berg betreten. Diesen Troll-Spinnen-Abfuckberg hier betreten. Oder sind hochgelaufen, eher gesagt. Und wir müssen jetzt zum abgeschiedenen Hochrotka gehen, wo wir jetzt sind. Und zu den Graubärten, also die abgeschiedenen Graubärten hoch. Die wir einfach im Kloster einfach ganz da oben haben. Und wir müssen, bevor ich das hier vergesse, müssen wir, wo ist denn das? Dieses Essen oder so hin, die Truhe. Hier, Kimmel, was? Oh mein Gott, Klimex Vorräte. Müssen wir hier rein? Ja, perfekt. Kehr zur Klimex zurück. Okay, das hätten wir jetzt abgehakt. Das können wir später machen, wenn wir wieder hier runtergehen. Boah, es ist hier hoch, Mann. Was? Oh, hier sehe ich Weißlauf. Ja, ganz schick hier. Kann ich über die ganze Welt sehen. Naja, warte mal. Ja, bis hier rüber oder so. Bis hier, bis zu dem Berg. Sieht auf jeden Fall nice aus von hier oben. Aber wie man hier sehen kann, sind die Texturen nicht geladen. Hier unten, ist ja auch klar. Muss es ja nicht unbedingt. Wie die Stadt aussieht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zu den Graubärten, weil die uns gerufen haben. Oh ja. Und ich werde jetzt auch 2, 3, 4, 5 Folgen oder so jetzt vorproduzieren, weil ich nächste Woche überhaupt keine Zeit habe wieder. Deshalb werde ich jetzt einfach vorproduzieren, bevor ich nächste Woche keine Videos hochlade. Und das ist ja auch scheiße, wenn ich einmal in der Woche ein Video hochlade, das ist ja scheiße. Deshalb produziere ich jetzt einfach mal ein bisschen vor. Also die nächste Folge sind vorproduziert. Also nicht wundern. Und zu den... Ein Drachenblut erscheint. Angier. Jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Okay, soll ich anschreien, so wie die anderen Leute? Habe ich den drin? Ich glaube. Boom. Okay. Demonstriert deinen Schrei, unerbittlich Macht. Willkommen in Hochrotka. Danke. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Ach so, Arngeier. Oh mein Gott. Was führt euch hierher? Okay. Ich bin zu dumm, Namen auszusprechen. Das sagt mir uns, ich bin zu dumm. Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich folge euren Ruf, Meister. Ja. Warte mal. Ich mach das. Die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrotka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ob ihr es geschafft habt? Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Ich hoffe es. Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus 3 Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Roh lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht.
Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Da schreit er einfach so auf den Boden. Ganz nett. Du könntest mir auch sofort ins Gesicht schreien. Arngard. Oh mein Gott. Einacht, meine ich. Arngeier ist ja der Typ hier. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber lauf nicht weg. Eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Ich saug ihn aus. Okay, nice, danke für die Kraft. Zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tool meistern könnt. Okay. Bam. Alter, tut es ihnen viel Schaden machen. Puh. Der unerbittliche Macht, Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Achso, soll ich nochmal? Oh, okay. Bam. Geschafft. Einmal. Demonstriert deinen Schrei unerbittliche Macht. 1 von 3. Los, ich will mehr. Ich will mehr. Wieder einmal. Okay, nochmal. Boom, ich schreie dir ins Gesicht, Geist. Okay, 2 von 3, also nur noch einmal. Hallo, darf ich mal? Wie gewohnt. Okay, und das letzte Mal. Bam. Okay, perfekt. Abgeschossen, ihr demonstriert den Schrei und damit ich mach 2 von 3. Euer Tum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Ja, ich weiß. Das bin ja auch ich. Die nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Bori, wo bist denn Bori? Ja, Bori. Hi. Na, Bori. Okay, der Hof ist hier, glaube ich, oder? Hochotka, Innenhof. Ja. Da müssen wir hin. Zum Innenhof. Ah ja, endlich mal wieder ein bisschen mit der Hauptstory mal weitermachen, weil letztes Mal haben wir ja nur erkundet. Also ja, nochmal was. Wenn wir vielleicht mit der Hauptstory irgendwo etwas weiter hinreisen müssen, weil das müssen wir auf jeden Fall halt mal am Ende der Welt, dann werde ich auch ein bisschen erkunden gehen. Also dann würde ich ein bisschen, nicht die Hauptstory machen, sondern ein bisschen erkunden gehen. Wenn wir mal etwas weiter reisen müssen zum Beispiel. Ja, wenn wir hier hin müssen, dann kann ich hier noch ein bisschen erkunden gehen. Also dann werden die nächste 4 Folgen oder so einfach mit erkunden ein bisschen. Würde ich ein bisschen mich leveln, ein bisschen erkunden, ein bisschen töten und so weiter und so fort. Rorik Stadt. Okay, da müsst ihr vielleicht auch irgendwann mal hin. Alter, ist es weit oben, verdammt nochmal. Stellt euch vor, hier kamen wir her und wir mussten so hochlaufen. Mein Gott, der größte Berg hier in Himmelsrand. echt extrem. So, wollen die Leute auch irgendwann mal kommen? Da ist ja Bori der Gute. Was geht? Okay, bist wohl ein stiller Typ hier. Na du, Einhard, was geht? Okay, der ist auch still. Na, Arngeier. Und wie heißt du? Wulfgar. Cool, bester Name, alter Wulfgar. Und jetzt möchte ich gerne das letzte Wort lernen. Sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Und er schreit wieder auf den Armboden. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören. Gelernt. Ja, so macht man das. Ich habe ihn gelernt. Ich muss ihn ja tief in mir aufnehmen. Okay, ja, das war die Karte. Ich möchte gerne zur Magie und die Schreie. Wo ist denn der? Ja, den kann ich aber leider noch nicht nehmen. So, gib mir deine Macht. Oder deine Seele. Was auch immer.
Dankeschön. Okay. Dann hätten wir das auch mal erledigt. Demonstriert dein Schrei. Wirbelwind Sprint. Ja, den werde ich gleich mal ausrüsten. Ah ja, den tue ich mal ganz kurz auf Favoriten. Dann habe ich das auch endlich hinter mir und den gleich auch. Muss nicht immer hier ins Inventar gehen oder auf Magie. Da kann ich ihn gleich mal hier schnell auswählen. Habe ich alles? Und dann werde ich gemacht. Wirbelwind Sprint. Okay. Und jetzt wird's cool. Jetzt müssen wir mit... Wirbelwindsprung vorführen. Ja, ich weiß. Seid ihr dran? Ja, jedenfalls müssen wir jetzt einfach ganz schnell durchs Tor. Mit Wirbelwindsprint. Also sind wir jetzt richtig, richtig schnell. Etwas so, boom. Alter, du Cheater, Mann. Du musst mich verarschen. Der war ja doppelt so schnell als ich. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Ja, ich habe ihn zwar schon gemacht, aber okay. Yeah. So machen wir es. Red dir mit Angeier und deine weitere Ausbildung. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Ja, ich bin der Beste halt. Kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten? Was nehme ich hier? Vielen Dank. Ah, ja, ihr hört es. Seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Oh, toll. Jetzt schicken die mich auch noch in eine gefährliche Höhle. Dankeschön. Das Horn von Jürgen Windrufer. Bringt das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Wir haben eine Trophäe bekommen und da will ich... Nein, ich kann, glaube ich. Nein. Oh, ich möchte hier nicht runterfliegen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ach cool, das haben wir sogar schon entdeckt. Ah, guckt. Deshalb ist es gut, dass ich ein bisschen erkundet habe. Jetzt müssen wir nicht den weiten Weg laufen. Jetzt können wir uns gleich hinbeamen. Das ist gut. Und ich werde jetzt, glaube ich, sogar den Part in 3 Minuten oder so beenden, weil ich sollte mal lernen, meine Folgen 15 Minuten lang zu machen und nicht noch länger. Und ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht. Ihr hört mich gut und nicht zu laut, hoffe ich. Oh, warte mal, ich habe gerade eine Seite geöffnet. Ups. Ja, weg. Okay, so. Die Macht des Schattensteins macht dich einmal am Tag unsichtbar. Ein richtig unnützer Stein. Finde ich jetzt persönlich. Ich bin ein Genie. Es gibt viel, viel bessere, auf jeden Fall. So, oh. Ja, darf ich hier rein? Ich glaube, den habe ich schon gelootet, oder? Ja, das habe ich alles schon mitgenommen. Das merke ich mir. Das bedeutet, hier drin sind wieder Banditen, weil hier ist ein toter Bandit. Oh ja. Ich bin gespannt, was uns da als erwartet. Ob uns wieder ein paar Tote erwarten, ob uns diesmal Banditen oder Spinnen oder Megaratten, mutierte Megaratten oder mutierte Spinnen oder so erwarten. Da bin ich mal gespannt, was hier drin auf uns lauert und uns töten will natürlich. So, wartet mal, ich muss mein Mikro ein bisschen umstellen. Ja, so, jetzt ist es okay. Das ist nur mal ein toter Bandit. Was zum Teufel ist hier drin passiert? Mein Gott, überall Blut. Das ist so gefährlich. Nochmal ein Bandit. Ah, cool. Ihr hattet aber Gold bei euch, das ist nice. Ah, oh mein Gott, was mache ich? Orkischer Bogen hätte ich gerne und jetzt da vorne ist ein Magier, wie es aussieht. Brennen sehen. Alles klar. Was zum Teufel macht ihr? Hä? Ach du Scheiße, wie viel halten die aus? Oh, der hat nicht viel ausgehalten. Ach, die kämpfen gegen Banditen. Hey, geht nicht auf mich? Wollt ihr mich verarschen? Ah ja, gut. Die Banditen, oder die wollen erstmal den Banditen hier töten. Ja, ihr macht mir vielleicht auch etwas Damage, wie es aussieht. Oh, ihr habt ihn wiederbelebt. Okay, das war's wohl. Du gehst auch noch down, habe ich gehört. Und er ist einfach so umgekippt. Das ist gut. Banditen. Raufbold, wenn ich. Was nehme ich hier mit? Ja, das hier. Stahlpfeile nehme ich mit. Beschwörer Novize. Cool. Aschehaufen. Oh, Honigwabe hatte der. Kleiner Magierstein, das ist auch gut. Die erwecken einfach wieder ihre Leichen wieder, einfach ihre Freunde wieder. Meine Güte, was hat ihr für ein kranke Bastarde, Alter? Was seid ihr für kranke Bastarde? Lasst die Toten doch einfach mal tot sein, Mann. Belebt sie nicht wieder.
dreckige Schweine, ihr. Okay, da würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt diesen Part beenden werden. Und dann würde ich mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und falls ihr das verpassen wollt, abonniert diesen Channel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein und...